So, Kamera gewechselt, weil wir haben heute ein Fotoshoot und ich will ein bisschen behind the scenes drehen. Das an sich ist die Kamera, oh mein Gott, das Mikro ist glaube ich nicht angesteckt. So, ich hoffe das hat nichts verursacht, dadurch, dass ich mitten im Video, mitten in der Aufnahme das wieder angesteckt habe. Ja, Fotoshoot ist heute, ein bisschen behind the scenes drehen, keine Ahnung, wie ist das. Erstmal essen und dann frühstücken und dann Fotoshoot. Frühstück. Ich schaue mir gerade was an, weil ihr wisst ja, Bitcoin, wir verdienen eine Menge. Und ich muss sagen, der hat mich ein bisschen weich gemacht in Bezug auf, ihr wisst ja, ich habe immer sehr viel gearbeitet, Hustle, immer am Grinden gewesen, wirklich extrem. Und ja, das hat mich irgendwie abgeschwächt. Ich habe so eine laissez-faire Mentalität, okay, die hatte ich schon immer, aber mittlerweile ist es echt stark geworden, wo eine gewisse Intensität fehlt, hinter den Dingen, die ich noch mache, also hinter dem Startup vor allem. Da fehlt einfach diese gewisse Intensität. Nicht, dass ich faul geworden bin. Nicht, dass ich irgendwie ganz Tag gar nichts mache oder irgendwie bis 1, 2 Uhr Nachmittag schlafe. Das nicht. Aber alles, was ich mache, weil ich habe ja auch diesen Auftrag angenommen, nur um zu lernen, nur für Hongs Tour. Extra Arbeit halt einfach so, unnötigerweise. Aber es fehlt einfach eine gewisse Intensität. Und da ist mir dieses Video eingefallen. Das wollte Bagisch auch schon öfters mal anschauen. Zusammen mit uns. Da vergleicht Bodo Schäfer die verschiedenen Menschentypen, Charaktereigenschaften mit Hunden. Chong, er sagt immer, Chong ist typischer Pudel. Und da bin ich kurz gerade auf den Zwergpinscher gekommen und das, er Bagisch ist halt der Zwergpinscher. Und das passt halt so krass auf ihn. Und jetzt will ich halt schauen, was ich bin. Bagisch meinte mal Pitbull oder so, aber muss ich mir mal selber anhören. Arm eines Menschen vor und da kläfft er raus. Warte. Da brauchte ich jetzt bei den anderen Hunden, stimmt's wirklich, die haben diese Charaktereigenschaften nach meiner Beobachtung. Beim Zwergpinscher, den kenne ich eigentlich gar nicht, aber ich finde, das ist so ein neurotischer Faktensammler, das passt mein Gott. Einfach. 1:1 Bagisch. Der sammelt alles, was er kriegen kann, der ist hyperaktiv, oft gestresst, wird als verrückt abgestempelt, technisches Genie, Informationstank. Wenn Sie das schon Nachmittag Herrn Professor Pott kennenlernen, dann wissen Sie... Krass, oder? Immer gestresst, wird als verrückt abgestempelt. Alter, 1:1 Bagisch, Mann. Man kann also über den Pitbull sagen, der ist schnell, der greift an, der ist visuell. Zwei Vorteile, zwei Nachteile, die wir uns einfach mal merken können. Der Pitbull als Nachteil ist nicht sehr sensibel. Ja. Da liegt auch kein Wert drauf. Zweitens, er ist nicht geduldig. Vorteile vom Pitbull, der hat auch Vorteile, der ist fleißig. Der ist nämlich auch Pitbull gegen sich selbst. Der ist knallhart gegen sich selbst. Wenn der Schnupfen hat, bleibt er nicht im Bett, der kommt ins Büro. Ja, das mein Gott. So jemanden in der Mannschaft zu haben. Letzte 4 Jahre selbstständig, nicht einen Tag Urlaub genommen. Jeden Tag irgendwas, zumindest ein bisschen was gemacht. Und genau das ist das, was in der Zeit ein bisschen erloschen ist. Digga, ich muss knallhärter wieder werden. Und damit meine ich nicht meine Partner, mit denen ich arbeite, sondern mit mir selber. Wieder ein bisschen wieder mehr anziehen, durchziehen hier. Wo ist der Pitbull, Leute? Aber krass, da passen echt einige Sachen auf mich und den Pitbull zu. Bagisch, der Zwergpinscher, Chong der Pudel. Was ist Tati? Tati und Nico. Was sind die? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Welche Art von Hund seid ihr? So. Jetzt treffen sie im Wald ein Labrador. Auch nicht an der Leine, aber Schwänzchen wackelnd. Und guckt sie auch ganz lieb an. Dann sehen sie, der Labrador ist jedermanns Lieblingstier. Tati. So ein Familientier, der Tati. Streicheln zu werden. Tati. Das mag er einfach. Er mag von allen gemocht werden. Genau richtiger Tati, Mann. Sogar so hart will er von jedem gemocht werden, dass er einfach nie irgendwem auf die Füße treten will. Nie irgendwie eine Seite Stellung beziehen will. Deswegen hatte ich auch schon mal Stress mit ihm, weil er nicht auf meiner Seite war und stattdessen bei jedem 0815 Typen gerne gemocht werden will. Von jedem 0815 Typen. Hauptsache niemand verärgern. Und währenddessen hofft er, dass seine Kunden ihn noch lieb haben. Ja, Mann. Okay, jetzt gehen wir zum Fotoshoot. Aber jetzt müssen wir nur noch Nico herausfinden. Ich wusste es.
sehe, glaube ich, nichts zu weit. Kennt ihr diesen Platz, Leute? Das ist der alte Pennerplatz, wo wir die Videos gedreht haben. Bevor Chong uns eingeladen hat, damals noch, wo er zu cool war für uns. Bevor Bitcoin durch die Decke gegangen ist, bevor wir ein klassisches Studio aufgebaut haben. Started from the bottom. That's the bottom. Haben wir saftige Diskussionen geführt. Richtig geile Videos, die zu Tode gehatet wurden. So Hotspot Nummer 1 in München für so Deutsche, wenn die Sonne rauskommt, Kärntnerplatz. Ja, ja klar, gerne. Ich habe nicht genau verstanden, was hier passiert, aber es gibt Essen. Obwohl hier Sonntag anscheinend zu ist, was mich sehr überrascht, weil Viktoria nimmt halt Sonntag zu, fettes Minus, aber dieser nette Herr hat hier unsere hungrigen Gesichter gesehen, hat gesagt, kommt rein, ich habe was für euch, Experiment. Und ja, anscheinend gibt es jetzt irgendwie was für uns. Sehr nett. Kuss geht raus. Sobaba, orientalische Spezialitäten-Imbiss am Viktualienmarkt. Nicht zu mehr zu essen. Saftige Falafel. Ja, meinte, boah, richtig krass, wenn man es wieder auftaut. Viel Feedback bekommen. Sehr nett. Das Problem ist nur, es ist ja nicht zum Jetzt-Essen. Das ist tiefgefroren. Wir können zu Hause heute Abend essen. Ich bin sehr gespannt. Was ist? Interessantes Interview von Tim Gabel mit Trimax. Und Reaktion von Mickey TV. Ich habe mir die Falafel gegönnt. Und wir haben das mit dem Ofen jetzt gecheckt. Also ich. Funktioniert wieder. Checkt gerne diesen einen Stream ab, Vlog ab, wo wir Probleme hatten und extra Tati dafür rufen mussten. Um zu fragen, hey, wie geht das eigentlich? Was ich mich frage. Aber echt korrekt von ihm. Super nett, also nicht von Tati, sondern von dem Falafelmann. Da gibt es nämlich Schwawaffel und noch etwas. Also es gibt Falafel, Schwawarma und Schwawaffel, diese, so ein Mix. Und es gibt noch einen anderen Mix von zwei anderen Sachen. Ich nehme euch mal mit dahin, weil richtig krass dort. So, saftig gegessen. Ich gönne mir heute Abend nochmal was, aber ich glaube, für heute passiert bei mir selber nichts mehr so viel. Ich erzähle noch ein bisschen was über DeFi, weil da die Rendite momentan wieder krass hochgegangen ist im Staking. Wir waren lange Zeit im LM, dann sind wir kurz rausgegangen wegen dem Burn, potenziell, dass es Impermanent Loss gibt und der DeFi zu krass abgehen wird. Sind nicht komplett raus, haben einen Großteil jeder unterschiedlich vom LM und vom Bitcoin umgewandelt, umgeschichtet in den DeFi. Jetzt durch den Burn auf Cake, der separate Burn von der DeFi-Chain kommt noch, sind die Masternodes weniger geworden und dadurch wird das Staking an weniger Leute verteilt und dadurch kriegt jeder, der im Staking ist, mehr. Es waren davor eigentlich ursprünglicherweise 37, aber irgendwie war es in letzter Zeit immer 39 irgendwas. Weiß gerade auch nicht, wieso das so war. Ist von diesen 37-39% kurzzeitig erstmal rauf auf um die 68, irgendwie sowas, 65%, was halt auch schon saftig ist. Und dann auf 98% und jetzt ist es bei 100,5% Staking. Und ja, ist super saftig momentan, DeFi. Und das ist nur der Cashflow. Und je nachdem, wie hoch der jetzt noch steigen wird, die Capital Gains, desto noch saftiger wird es. Deswegen ist Bargisch momentan super zufrieden, super saftig. Es läuft alles nach Plan. Wir sind zufrieden. Ich habe gerade das Video geschnitten, Vlog von gestern. Daily Vlogs, ihr wisst Bescheid. Ansonsten Twitch, Livestream, Instagram. Schauen wir mal, wann die Jungs wieder Bock auf Streamen haben. Und sonst schauen wir mal, was die Woche so geht. Ciao. Ciao. Der Spruch von Nico. Ciao.